Salvete Discipuli. Willkommen, Freunde, zu unserem Dienstag-Stream. Heute streamen wir mal wieder etwas Mittelalterliches, nämlich Royal Court, die Erweiterung, die neueste Erweiterung zu Crusader Kings 3. Ja, wir spielen eine prunkvolle Dynastie. Das bedeutet, wir wollen Prunk und ja, Ornamente und alles, was schön glitzert, das ist unsere Fasson. Und außerdem wollen wir natürlich zum König werden. Zum König, wenn nicht gar zum Kaiser aufsteigen. Das ist unser größter Wunsch, also von unserer Dynastie. Und da wir, denke ich mal, spannende Sachen heute machen werden, springe ich gleich mal rüber ins Spiel und dann schauen wir uns an, was wie der Stand der Dinge ist und was wir heute vielleicht alles schaffen wollen und werden. So, ich hoffe, das Bild kommt gleich bei euch an. Müsste aber. Na? Jetzt ist es da, genau. Das ist unser Reich hier, Unkwa. Und ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, wie die Erbschaft auch schon wird. Also, Unkwa besteht aus mehreren de jure Herzogtümern. Ihr seht es, also ziemlich viele sogar. Aber vom Königreich her haben wir hier nur einen relativ kleinen Teil des Königreich Ungarns und einen nicht ganz unerheblichen Teil des Königreichs Gallico-Volhynia. Aber dieses Königreich wollen wir eigentlich gar nicht übernehmen, sondern wir wollen das Königreich von Ungarn gründen. Im Moment gehört das niemandem. Wir könnten es gründen, wir müssen nur 5 Grafschaften zusätzlich besitzen und 500 Gold. Deswegen müssen wir auch ein bisschen sparsam leben und 500 Gold sparen, um dann dieses Königreich auszurufen. Das Problem ist nämlich auch, dass unser Sohn Herzog Bojan von Kärnten ist. Ich gehe mal wieder hier in diese Ansicht. Und er ist Vasall unter dem König von Großmähren. Das ist dieser Mann hier. Und seine Schwester, also die Schwester vom Herzog von Kärnten, von unserem Sohn, also unsere Tochter, sie ist Königin. Die schaut ein bisschen krank aus. Ist sie krank? Nein. Das ist Verwaltungshöfling. Okay. Hofarteigenschaft. Interessant. Sie ist ein extravaganter Schwindler übrigens. Er ist wunderschön, König Ruslar von Großmähren. Er ist auch ungeduldig, feige und gerecht. Ein scharfsinniger Intellektueller, aber auch ein Trunkenbold. Genauso wie unsere Frau, glaube ich, oder? Warte mal. Hier, das sind wir. Ben Ceslav Petaric von Unkwa, 45 Jahre alt. Und unsere Frau, richtig, sie ist zwar schlau, aber sie ist auch ein Trunkenbold. Die Frage ist, ob sie dann wirklich so schlau ist, wenn sie ein Trunkenbold ist. Aber gut. Wir haben auch ein Kind, genau. Wir haben nämlich mehrere Söhne, 2. Also das ist die Königin, unsere Tochter. Der eine Sohn ist Herzog von Kärnten und der andere Sohn ist jetzt auch schon 10 Jahre alt. Tomasis Ceslavic Nagikepu. Nagikepu ist unsere Dynastie. Richtig. Also, wenn wir das nicht schaffen, hier ein Königreich zu etablieren, bei Unkwa, noch sind wir Herzog, ein Herzog mit einem riesigen Herzogtum. Wenn wir es also nicht schaffen, ein Königreich zu etablieren, dann werden wir das Problem bekommen, dass sich das hier wieder mal aufteilen wird unter unsere Söhne. Das ist das Problem. So, hat niedrige Haltbarkeit. Oh ja, unser Lamellenpanzer. Wir können Kriege erklären, Verbrecher können angekerkert werden, wir können die Bande verändern. Das interessiert uns alles nicht, aber vielleicht können wir endlich einen Erzeugwart ernennen. Ja, Eilika von Hallstatt. Aber ihre Eignung ist schlecht. Sie ist aber fleißig, demütig und keusch und eine scharfsinnige Intellektuelle. Von dem her könnten wir sie eigentlich schon ernennen. Ihr Ehepartner ist sogar der Sohn von Graf Herold. Wer ist denn Graf Herold nochmal? Graf Herold von Lienz. Wie ist er verwandt? Ah, unsere Cousine. Okay. Unsere Cousine. Ja, warum nicht? Warum nicht? Er ist der Sohn von Graf Herold. Ich weiß nicht genau, wie wir mit ihm verwandt sind. Vielleicht kann ich das nochmal ganz kurz recherchieren. Warum eigentlich nicht? So, hier sind wir. Unsere Cousine. Das muss, glaube ich, irgendwo hier oben sein, oder? Gottes Willen. Das wird kompliziert. Hier, war das nicht sie? Nein. Unsere Cousine. Radomir Nagikepu. Bürgermeister Philipp. Tja, den wollten wir auch mal zu irgendwas ernennen, aber es hat nicht so sollen sein.
Nee, da, in diese Richtung. Ich glaube, hier müssen wir hin, oder? Ist das nicht die Linie, die wir suchen? Ah, ich habe schon wieder den Überblick verloren. Nee, hier, Gräfin Jelena. Genau, Gräfin Jelena war mit Graf Herold verwandt. Und ihr Sohn, hier ist er ja, Lutomizel Nagikepo, der hier, dessen Frau ist gerade bei uns am Hof. Und die könnten wir, haben wir ihm nicht sogar zum Grafen gemacht? Nee, seinen Sohn haben wir, glaube ich, zum Grafen gemacht, oder? Grafschaft von Butrock? Ich glaube schon. Schauen wir uns mal ganz kurz an, wo die Grafschaft ist. Ja, genau, wir haben ihn hier zum Grafen gemacht, ich erinnere mich. Das heißt also, wir können seine Mutter eigentlich doch wunderbar zum Zeugwart machen, wenn sie. Wenn sie hier Avancen hat und auch noch etwas, zumindest ein bisschen geeignet ist, dann machen wir das doch. Artefaktverfall verringert sich dadurch. Schützt Artefakte bei Belangen und Überfällen, schaltet die Entscheidung Artefakte in Auftrag geben frei und erlaubt das Reparieren und Neuschmieden von Artefakten. So, das Reparieren von Artefakten, schauen wir doch mal. Artefakte in Auftrag geben. Wie viel würde das kosten? Was bringt es schon, Bahn zu sein, wenn es nichts Schönes zum Zeigen habe? Ein neues Schwert wäre doch nett oder vielleicht eine Brosche. 100 kostet das. Okay, 5 Jahre lang. Das machen wir natürlich jetzt nicht, weil wir müssen sparen, um König werden zu können. So schlau ist unser Bahn hier schon, um das abschätzen zu können. So, hier 12 Jahre lang hat sie noch. Minus 11%, weil wir einen Erzeugwart haben inzwischen. Okay. Hier könnten wir sie reparieren. Neuschmiede kosten 1 Dukaten, Reparatur kosten 38. Reparieren oder Neuschmieden? Reparieren. Lamellenpanzer sind avarische Art zu Podestgegenstand. Neuschmieden. Ein Podestgegenstand. Aha. Da verliert er aber, oder? Wird folgende Vorzüge bieten: Prestige plus 0,1 pro Monat. Aber Podestgegenstände können wir, glaube ich, noch nicht verwenden. Die können wir noch nicht verwenden. Also hier müssen wir uns überlegen, ob wir das dann nicht demnächst mal neu schmieden wollen. Beziehungsweise. Was? Ob wir das nicht mal reparieren wollen hier. Dieser Dolch hält noch 41 Jahre, Kampfgeschick plus 1, feindseliges Komplott, Erfolgschance plus 3%. Aha, okay. Na gut, also. Ihr wisst, was wir zu tun haben. Wenn ihr euch fragt, was dieser Krieg hier ist, das ist ein Krieg von unserem Schwiegersohn, diesem König, dem gut aussehenden König. Da sind wir mit im Krieg. Großmähren und Ungwa gegen Schlesien und diese Gebiete hier geht es tatsächlich. Obwohl wir da auch eher ein Auge drauf geworfen haben. Naja. So. Wir wollen auch Krieg führen, ne? Gegen ihn hier, glaube ich. Wir haben Ansprüche auf Xanat tatsächlich. Dafür brauchen wir aber erst Prestige. Richtig, wir haben minus 250 Prestige und auch das würde uns wieder Geld kosten, wenn wir hier Krieg führen würden. Außerdem können wir eine Jagd veranstalten und ein Festmahl veranstalten. Die Jagd würde uns auch Prestige bringen, aber würde auch Geld kosten. Das Kriegsbeil begraben. Barnes, der Sklave, wir hatten miteinander so unsere Differenzen, aber meint ihr nicht auch, dass die Vergangenheit ruhen lassen sollte? Meine Rivalin und Vasallin, Gräfin Svetanka, reicht mir die Hand. Was auch immer zwischen uns gewesen ist, mag, lasst es uns neu beginnen. Ja, lasst uns das tun. Ihr kriegt also vor mir, Gott meint es gut mit mir. Nein. Wir hören auf, Rivalen zu sein. Ja, das ist gut. Das passt auch zu unserem Charakter, denn wir sind ja auch großzügig und demütig und letztlich auch gefühllos, was auch heißt, dass wir wenig negative Gefühle haben. Das passt doch alles wunderbar. So, sollen wir eine Jagd veranstalten, um uns Prestige zu erlangen? Nein, lieber im Moment nicht, oder? Obwohl die kostet, wie viel kostet 67, ist nicht so viel. Vielleicht, wenn wir ein bisschen mehr Anspannung haben. Warten wir noch mal. Warten wir ein bisschen, bis wir ein bisschen Anspannung haben. Würde ich sagen. Gut, ich gehe mal hier eine Stufe höher im Tempo. Im Moment können wir ja nichts machen. Cousine freigelassen, das freut mich. Der Krieg ist wieder bei minus 42. Das geht die ganze Zeit hin und her. Sehr merkwürdig. Dieser Bereich hier unten ist übrigens für uns sehr interessant, weil er kroatische Kultur hat. Und wir selber hier auch kroatische Kultur haben. Ich glaube, im Moment sind wir sogar dabei. Hier, ne? Genau, Kultur zu fördern. 17 Monate dauert es noch. Bis wir die Kultur. Ich glaube, irgendwo hier sind wir da. Ja, hier genau. Hier in diesem Gebiet hier, in dieser Grafschaft.
Können wir dann die Kultur in Richtung Kroatisch verschieben? Im Moment ist sie russisch. Wir sind übrigens 45 Jahre alt, also wir werden auch nicht jünger. Unsere Ehefrau ist 40. Sie ist ein religiöser Eiferer, richtig. Also sie drängt uns auch ab und zu mal an Gott zu denken in unseren Entscheidungen. Tatsächlich. Mitglied eurer Familie und Dynastie. Okay, die grünen Blutstropfen heißen Dynastie, die rote heißt nur Familie. Gut. Hier kommen Verbündete. Die Gräfin wurde beeinflusst, sehr schön. Das ist dieses Tier in dieser Grafschaft und die hat damals mal eine Feier gemacht, als sie noch selber ein Kind war. Und auf dieser Feier ist unser Sohn ertrunken. Ja, deswegen ist unser Sohn tot. Hier. Ist ertrunken am 23. März 1937 im Alter von 5 Jahren. Geboren am 13. Oktober 1931. Ja, das waren Zeiten. Jetzt versuchen wir sie gerade ein bisschen zu beeinflussen, um unsere Vasallen Bande zu stärken. Ist ein Ritter von uns, ein Vasall von uns. Und keine Verwandten, glaube ich, doch, oder? Nee, doch, er hier. Er hier, die beiden sind aus dem Haus Nagikerbo, okay. Können einen neuen Vorzug freischalten, das mache ich doch mal glatt. Wo sind wir denn gerade? Hier. Unglücksritter, Söldneranwerbekosten minus 30% oder vorbereitete Einberufung. Armee, Goldunterhalt minus 15%, Aufgebot, Verstärkungsrate plus 100. Das hört sich gut an. Dann wird der Krieg günstiger, wenn wir in diese Richtung gehen. Das ist doch sehr schön. Das ist doch wirklich wunderbar. So, wir haben jetzt schon minus 21 Prestige, also wir gehen wieder mit großen Schritten in Richtung Plus. Sandomir wird belagert. Das ist nicht so schön von 2000 Mann, aber die werden bestimmt gleich hier vertrieben werden von diesen 2400, oder? Eieieiei, die haben ganz schlechte Versorgung. Haben aber gleich das hier erobert. Neu-Sandos. Unser Cousin wurde gefangen genommen. Eine Fraktion hat sich aufgelöst. Die krakauerischen slawenskanischen Probleme, unser Cousin ist auch schon wieder freigelassen worden. Das ist doch wunderbar. Ein Komplott bei Hofe. Mein Ratsspitzel ist mit besorgniserregender Neuigkeit zu mir gekommen. Wir wissen noch nicht, wer es ist, doch jemand schmiedet ein Komplott, um eine Person zu ermorden, und zwar mein Gast Sophia. Das interessiert uns eigentlich nicht. Sie mag uns noch nicht mal. Und sie ist auch ein Konkubinenkind, flagellant, Ehebrecher, einsiedlerisch, vernarbt. Also ist uns eigentlich relativ egal. Mussten wir leider. So, plus 78%. So schnell dreht sich das der Ganze dann, ne? Jetzt laufen die hier hoch. Ich hoffe, dass sie hier oben für klar Schiff sorgen. Ja, die hier sorgen dort für klar Schiff, oder? Ja, zusammen. Okay. Das wäre schon nicht schlecht, wenn wir dort diese Belagerung irgendwie beenden könnten. Ja, sehr gut. Okay. Müssen wir uns also gar nicht drum kümmern. Der Kampf wird von jemand anderem für uns gefochten. An was forschen wir eigentlich gerade? An der Stadtplanung. Kann folgendes Bauen, Dorfzentrum, Schrein, Gebetshalle, Handelsaußenposten. Das Kulturwort ist von dieser Innovation fasziniert. Okay. Wie lange dauert es noch? 29 Jahre. Unser Kulturoberhaupt ist Herzog Ilijko II. Domagojic von Kroatien. Krank, meine sterbliche Hülle. Oh nein, wir sind krank. Ob Ban oder Bauer, Hochwohlgeborener oder Gemein, all das spielt keine Rolle. Am Ende sind wir doch alle sterblich. Daran wurde ich erinnert, als ich in den frühen Morgenstunden hustend erwachte und mir ein dumpfer Schmerz an Kopf und Kehle pochte. Ihr scheint ein wenig unpässlich zu sein, mein Fürst. Ich kenne eine ganze Reihe von passenden Mittelchen. Genau, unsere Frau ist ja auch unser Hofarzt. Sie ist immerhin ein meisterhafter Philosoph. Ich hoffe, sie weiß, was sie tut. Tut nur das Nötigste, für Vorsicht ist es viel zu spät. Oder lasst mich in Ruhe. Das ist die Frage, ne? Was machen wir? Wir sind erst 46 Jahre alt, also noch zu jung zum Sterben. Und ich möchte auch ungern, dass jetzt schon der Erbfall eintritt, ehrlich gesagt. Dann werden wir Vasall sein. Oh, seine Frau ist krank. Sie ist buckelig und krank.
Tja, was wiegt schlimmer? Buckelig oder krank? Ihr Bruder ist übrigens auch König vom Ostfrankenreich. Krass. Und ein anderer ist Prinz vom Ostfrankenreich, Ratsverwalter. Ah ja. Stimmt, wir haben die Tochter von König Ludwig V. geheiratet. Der ist ein Zwerg. Ach du meine Güte. Hat auch keine Kinder. Der Erbe ist er hier. Interessant. Gut, was machen wir denn jetzt? Tut nur das Nötigste oder vorsichtig, das ist viel zu spät? Ich glaube, im Moment sind wir eher beim auf dem Nötigsten. Immer schlimmer. Ban Adelheid wies mich an, mich zu entkleiden und mit hoch erhobenen Hintertan niederzuknien. Als ob dies nicht schon peinlich genug gewesen wäre, hätte mich der Anblick des Instruments in ihre Hand und mein Haar in die Flucht geschlagen. Sie schien meine Besorgnis jedoch zu bemerken, denn sie tätschelte mir beruhigend die Schulter und bat mich, ganz locker zu bleiben. Der Einlauf trug nicht dazu bei, meinen Zustand zu verbessern. Ehrlich gesagt fühle ich mich sogar noch schlechter. Verschwindet, ich will mich ausruhen. Wir haben verschlimmerte Krankheitssymptome für ein Jahr. Moderater Malus. Oder Wachen legt sie in Ketten. Wenn Ban Adelheid erst einmal im Kerker schmort, kann ich immer noch entscheiden, wie weiter mit ihr zu verfahren ist. Oder solche Verräter haben den Tod verdient. Wir töten sie. Nein, auf gar keinen Fall. Verschwindet, lass mich in Ruhe. Naja, für ein Jahr krank ist jetzt nicht so schlimm. Hoffe ich doch zumindest. Uns geht's schlecht. Ja. Ich hoffe, wir werden bald wieder gesund. Wenn wir gesund sind, ist das bestimmt ein Zeichen, dass wir vielleicht eine Jagd machen. Ja, würde ich sagen. Spencer, grüß dich. Schönen Abend dir auch. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Wir haben 322 Gold, also das Gold steigt schön und das Prestige steigt auch. Das ist gut. Wie viel Prestige kostet nochmal dieser Krieg hier unten? Ich glaube 75, oder? 78 Prestige. Ihr habt die Eigenschaft Krankheit verloren. Sehr gut, wir sind wieder gesund. Das ist schön. Das ist schön. Jetzt haben wir auch wieder prächtige Gewänder an. Wir werden überfallen. Moment. Moment, wo werden wir überfallen? Hier oben. Das geht ja gar nicht. Wir haben sogar 31 Beute dabei. Die schnappen wir uns. Komm, Leute. Die schnappen wir uns. Die schnappen wir uns. Alle ausheben? Ja. Alle ausheben. Griffin Pajetinkska ist wieder beeinflusst von uns. Das ist schön. Damit haben wir schon 42 plus. Ich schau mal, wen wir als nächstes. Sie ist ein Gast von uns. Ja, wer interessiert uns? Unsere Gäste. Ich möchte mal gerne unser Vasallen angucken. Hier, Gräfin. Die Gräfin. Ihr Vater ist offensichtlich gestorben. Wann ist er gestorben? 952, also auch doch schon vor 3 Jahren. Und sie ist ein mächtiger Vasall von uns, tatsächlich. Gut, aber wir können im Moment keinen Platz im Rat anbieten. Stattdessen können wir sie aber beeinflussen, geht nicht. Während sie verärgert ist. Warum ist sie verärgert? Wahrscheinlich, weil sie ein mächtiger Vasall ist und keinen Platz im Rat hat, schätze ich mal. Na gut. Wie schaut es mit ihm aus? Er ist glumpfüßig, schwer verletzt und ein Flagellant. Ja, der macht es eh nicht mehr lang, oder? Er ist aber immerhin katholisch. Seine Tochter ist auch glumpfüßig. Die können wir wahrscheinlich nicht beeinflussen. Doch, sie können wir beeinflussen. Dann versuchen wir mal, die Tochter zu beeinflussen. Die wird ja bald erben, offensichtlich, so wie es ausschaut. Wo ist denn sein Sitz? Hier. Die Grafschaft würde ich mir ganz gerne mal angucken. Die ist hier unten, ne? Genau. Ja, mir geht's gut. Mir geht's gut eigentlich. Ich kann mich nicht beklagen. Machen wir ein bisschen langsamer. Sind alle ausgehoben? Ich glaube ja. Gut, dann auf in die Schlacht und die 31 Dukaten, die dabei haben, die schnappen wir uns. Oder, nee, die haben glaube ich gar nichts dabei. Hier hätte es 31 Dukaten gegeben. Naja, egal. Wir sind übrigens wieder gesund und zur Feier des Ganzen werden wir jetzt auf die Jagd gehen. Wir sind für unseren Glauben bekannt. Sehr schön. Wir sind jetzt aufopferungsvoll. Und Prestige haben wir auch bekommen. Das ist ja fantastisch.
Dann würde ich sagen, wir gehen gleich mal in die Schlacht. Wir marschieren hier runter. Wir marschieren dort runter. Ja, ich würde die gerne einzeln marschieren lassen. Das heißt, du marschierst hierhin und die andere Armee marschiert hierhin. Sollte passen, oder? Ja. Dann können wir hier unten Krieg erklären. Der hat ja eigentlich. Oh, den König von Bulgarien hat er als Verbündeten. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Wir schauen uns das Ganze. Oh. Ach, unsere Armeen sind ausgehoben. Dann können wir keinen Krieg erklären. Ja, dann hat sich das doch erledigt mit dem nach unten marschieren. Dann werden wir stattdessen die Armeen auflösen. 5 Monate sind sie nicht zu holen, leider. Ja, das ist ein Problem. Na egal. Dann können wir jetzt erstmal 5 Monate lang hier keinen Krieg erklären. Haben wir sonst noch irgendwo einen Anspruch? Ich dachte, wir hätten irgendwo sonst noch einen Anspruch. Hier? Nee. Oh, das ist ein Riese, oder? Ja, Wahnsinn. Okay. Die Walachei wäre auch interessant, ne? Zumindest dieser Bereich hier oben. Ich glaube, gegen den können wir auch keinen Krieg führen, ne? Nee. Ach, unsere Armeen sind ausgehoben, deswegen. Aber die werden ja gerade aufgelöst. Hallo? Die wollte ich auch auflösen. Doch, wir könnten Krieg erklären. Aber nur um dieses Gebiet und das bringt uns nichts, ja. Da geht's nicht, da geht's auch nicht, da geht's auch nicht. Das wäre alles Königreich Ungarn, dort geht's auch nicht. Ja, wir müssten uns hier tatsächlich noch ein paar Ansprüche sichern. Das Problem ist nur, das kostet auch wieder Geld. Da könnten wir. Graf Radu den Krieg zu erklären, richtig. Wir haben Ansprüche hier. Grafschaft Vukovar. Er hat, glaube ich, keine richtigen Verbündeten, oder? Doch, die hier, aber das ist, schreckt uns nicht. Die beiden, ja, das ist eher noch etwas, was wir angehen könnten. Das Problem ist nur, gehört das zum Königreich Ungarn? Ich glaube nicht. Nein, das gehört nicht zum Königreich Ungarn, dieses Gebiet hier hinten, wenn dann das Gebiet hier vorne. Und auch darauf haben wir aber keinen Anspruch. Haha. Ja, das ist also auch nicht so wirklich gut. Dieser Krieg soll jetzt endlich mal aufhören. 98% hört sich doch gut an. Wenn dieser Krieg nämlich da aufhört, dann können wir auch auf unsere Armeen schneller wieder zugreifen. Das ist ja kein Zustand, dort oben da so lange Krieg zu führen. Ja, hier hatten wir leider auch noch einen Grafschaft, die haben wir dann leider verloren, weil ich hier einen falschen Move gemacht habe im letzten Stream. Die Fraktion Krakauische Katholische Populisten hat sich aufgelöst. Genau, dafür haben wir jetzt aber hier jemanden, der uns mag. Weil wir ihn auf den Thron gehievt haben. Und er hat jetzt auch ein Erben, eine Tochter. Ja, da gab es einen Kriegsbeitritt. Die Aufgabe wurde erledigt, Kultur fördern in Halitsch. Sehr schön. Das bedeutet, da sind wir jetzt kroatisch. Ja. Dann machen wir doch gleich weiter. Hier oben im Prischemischl, oder? Kultur fördern in Prischemischl. 8 Jahre dauert das, okay. Ihr seid Kulturoberhaupt, weil er im Knast ist wahrscheinlich. Okay. So schnell wird man Kulturoberhaupt, vor allem weil wir jetzt auch eine Grafschaft mehr haben mit der kroatischen Kultur. Wahrscheinlich liegt es daran. So, wir haben den von König Ruslav von Großmähren angeführten Krieg gegen Oberhäuptling Jakus von Schlesien gewonnen. König Ruslav wird sämtliche Territorien im Reich von Oberhäuptling Jakus erobern. Die Verbündeten teilen sich 100 Prestige oder Ruhm. Ne, Prestige. 50 Hingabe erhalten, erhöht seine Meinung. Der Eifer vom Katholizismus ist um 1 gesunken und von Slowenskane Sprade um 3 gestiegen. Okay. Wir haben sogar einiges an Kriegsbeteiligung, 34 Punkte. Das bedeutet, wir bekommen 34 Prestige. Und die Meinung des Königs von Großmähren steigt auch nochmal um 35 Punkte. Das ist doch schön. Schauen wir uns gleich mal an, hier den König, den guten Herrn. 61. Zu einem der Kriege beigetragen. Ja, da waren wir doch fleißig. Da waren wir doch fleißig. So, was ist jetzt hier los? Titel können geschaffen werden. Herzogtum, 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 das bringt uns alles nichts.
Das bringt uns alles nichts. Wir brauchen eher Gold. Prestige brauchen wir nicht. Ich weiß nicht. Sollen wir ein Fest mal veranstalten? Nee, im Moment muss man das Geld wirklich zusammenhalten. Er wird ja nicht jünger. Er wird schon 47. Und wenn er noch König werden will, und das will er unbedingt, ja. Vor allem, weil er demütig ist und er möchte das ja zu, also sozusagen ein König, auch zu Gottes Gnaden möchte er werden. Gerade weil seine Frau auch ein religiöser Eiferer ist. Ja, wenn er das noch schaffen will, muss er wirklich sein Geld beisammen halten. Vielleicht schaffen wir es demnächst nochmal, den Papst ein bisschen Geld abzuluxen. Also mit abluxen meine ich natürlich, ihn darum bitten. Ritter einladen könnten wir auch, das wollen wir aber auch nicht machen. Benachbarter Herrscher gewann Krieg. Ein Komplott. Jemand möchte mich ermorden. Unglaublich. Unglaublich. Wir sind hier schon auf Komplotte stören, ne? Ja. Jemand möchte mich ermorden. Ja, wer könnte das sein? Unser Sohn vielleicht. Euer Nachbar den Krieg gewonnen, der Verlierer André von Pinsk, Häuptlingstum von Thurau. Wo ist das Häuptlingstum von Thurau? Das ist hier oben. Okay. Ist jetzt nicht so interessant für uns. Erbschaft! Ihr habt die Grafschaft von Visegrad von Graf Sebeslav von Visegrad geerbt. Männliches Vorrechtsbündnisteilung. Wo ist das Ganze? Dort hinten. Ah, ja. Das haben wir, glaube ich, vergeben. Ich weiß nicht mehr, an wem wir es vergeben haben. Aber wir haben es an jemanden vergeben und der ist wohl offensichtlich gestorben. Wir können ja noch mal ganz kurz gucken. Die Titelgeschichte. Es war er hier, Graf Sebeslav. Eine Landlose hat er sich geholt. Lüstern, sprunghaft, paranoid. Katholischer Kroate. Ja, haben wir jemanden unter unseren Rittern? Ich glaube nicht, dem wir das geben könnten. Hier, Theobald. Aber es ist unser Leibwächter, ne? Der muss auch unser Leibwächter bleiben, leider noch ein bisschen. 45. Wir haben einen unserer Leibwächter erst zum Grafen gemacht. Das geht also nicht. Unser Sohn ist noch zu jung. Unser anderer Sohn ist ja. Das Problem ist, unser anderer Sohn ist ja da drüben schon. Er ist König von Bayern inzwischen? Was? Unser Sohn ist König von Bayern geworden? Wie kam denn das? Unser Sohn ist ein König? Krass. Nein, ein Grund mehr, hier ein Königreich zu erschaffen. Dann hätte er zwei Königreiche sogar. Wahnsinn. Wie kam denn das? Moment. Das müssen wir uns auch noch mal kurz angucken. König Gustav von Großmähren war der König. Ja, richtig. Installiert doch eine Fraktionsforderung. Aha. Unser Sohn hat gegen ihn gekämpft. Und so hat er dann, wurde er dann König von Bayern. Das ist ja interessant. Ist er weiterhin Herzog von Kärnten? Ja, er ist weiterhin Herzog von Kärnten. Er hat auch die Grafschaft von Kärnten. Er hat jetzt ganz viele Grafschaften natürlich. Wahnsinn. Okay, das ist spannend. Ihm können wir natürlich das hier nicht geben. Das geht nicht. Haben wir sonst jemanden in der Familie, dem wir das geben können? Okay, unsere Tochter hat selber zwei Töchter, unsere Enkelinnen. Unser Sohn hat auch zwei Töchter. Wahnsinn. Er ist ja leider verstorben. Wie schaut es mit unserer Schwester aus? Unsere Schwester hat einen Sohn, aber er ist Bischof geworden. Das hilft uns natürlich jetzt auch nicht weiter. Wen haben wir denn noch hier zu bieten? Ich glaube, das ist der Bruder, der enterbt worden ist, ne? Also diese Linie können wir nicht weiter verfolgen. Wie schaut es denn hier aus? Er ist schon Erbe von der Grafschaft von Liv, okay. Ratskanzler von Graf Lutomyssel. Erbe, er ist auch Erbe von der Grafschaft. Hier, Bernardo. Der ist unverheiratet. Er ist aber erst 12, leider. Okay, er ist noch ein bisschen jung. Ehrgeizig, eigenwillig und neugierig. Aber er wäre interessant. Er wäre tatsächlich interessant, ist aber noch ein bisschen jung. Die kommen nicht in Frage. Wie schaut es mit ihm aus? Er ist Ratsverwalter. Er möchte wahrscheinlich dann eh nicht zu uns kommen. Er ist auch ein Erbe. Er ist 17 schon. Ja, das passt. Ihm könnten wir es geben. Wie schaut es hier aus? Ich glaube, er ist sogar schon Vasall, ne? Ja, genau. Er ist Vasall, er hat auch Kinder, aber die sind zu jung. Ich glaube, ich probiere es einfach mal hier. Wo war denn der jetzt? Hier, genau. Graf Gieg. Nee, der war es nicht. Hier, der war es.
Wir können ihm einen Titel vergeben. Sehr gut. Und zwar möchte ich ihm diesen Titel hier geben. Wunderbar. Hat die letzte Woche so geklappt wie gewünscht? Ja, die letzte Woche hat eigentlich schon sehr gut geklappt. Ich habe auch zwei Schreibtage gehabt. Also ich bin gut vorangekommen. Da werde ich aber morgen dann weiteres berichten. Weil morgen ist ja die Fantasy-Taverne wieder dran. Und da werde ich euch berichten, wie es so lief die letzten Wochen. Ja. Also ihn hier angreifen wäre natürlich schon gut, aber das Problem ist, dass er mit dem König von der Bulgarien verbündet ist. Wir müssten warten, bis der König hier vielleicht in einen Kampf verwickelt ist. Wir können auch mal schauen, warum er mit ihm verbündet ist. Vielleicht kann sich das auch lösen. Ich habe erfahren, dass Graf Yenchepi ein teuflisches Komplott ausheckt, um jemanden zu ermorden. Wenn ich diese Zahlen niederlege, werden seine Plä Agenten festgesetzt. Doch auch wenn die Pläne von Yenchepi durchkreuzt wurden, bleibt auch in Zukunft eine Bedrohung. Natürlich nur, wenn wir nicht handeln. Diese Welt ist womöglich nicht groß genug für uns beide. Beende das Komplett von Graf Yenchepi. Ermordet euch. Er wollte uns ermorden, dieser Vogel. Können wir ihn absetzen? Titel aberkennen. Aber ich meine, er ist sowieso schwer verletzt, ne? Aber es geht ihm gut. Erfolgreiche Wundbehandlung. Okay. Ich würde ihn sehr gerne absetzen, tatsächlich. Ach, er hat sogar so ein relativ großes Gebiet. Aber wir können wieder nur eins von ihm absetzen, ne? Nur eins von beiden. Könnte annehmen. Ist bekanntermaßen ein Verbrecher, sodass man seine Titel entziehen kann, ohne als Tyrann zu gelten. Hat gegen mich rebelliert. Wir bekommen 40 Anspannung, weil wir großzügig sind. Das ist natürlich richtig. Er erhält einen starken Anspruch auf Grafschaft von Feher. Die Fraktion, zu der dieser Karte gehört, erhält 25 Unzufriedenheit. Die Kontrolle wird sich um minus 45 ändern. Welche Fraktion haben wir denn hier? Unabhängigkeitsfraktion, ja. Unabhängigkeitsfraktion hat er. Unglaublich eigentlich. Dieser Typ ist schon ganz schön frech, oder? Ganz schön frech in der Unabhängigkeitsfraktion und versucht uns auch noch zu ermorden. Einkerkern geht nicht, ne? Wird nicht erfolgreich sein. Das wiederum ist ein Akt der Tyrannei, offensichtlich. Es ist halt ein bisschen blöd, dass man ihm tatsächlich nur eins der beiden entziehen kann und nicht beide. Das ist echt blöd. Wenn er ablehnt, sind wir im Krieg gegen ihn, ne? Aber eigentlich müssen wir das machen. Klar, wir sind großzügig, das ist schon richtig. Aber andererseits, ich meine, jemand, der uns ermorden will, gegen den müssen wir was machen. Es geht nicht anders. Wir machen es einfach mal. Wir nehmen ihm erstmal diesen Bereich hier weg. Wir versuchen es zumindest. Druckmittel haben wir keins. Ja. Titel aberkennen. Schauen wir mal, was passiert. Was ist hier los? Verbrecher können eingekerkert werden. Ja, das interessiert uns eigentlich nicht so wirklich. Ich meine, ihn könnten wir austauschen, aber er ist auch ein mächtiger Vasall. Die beiden könnten wir höchstens austauschen, aber die gehören zur Familie. Also von dem her kommt das eigentlich nicht in Frage. So, was ist jetzt? Sind wir im Krieg? Sind wir nicht im Krieg? Wir haben 500 Gold, Leute. Ich habe wohl keine andere Wahl, als mich eurer Entscheidung zu beugen, mit dem Titel Grafschaft von vorher abzuerkennen. So ist es auch. Das bedeutet, wir haben jetzt Feher, das wir neu vergeben können. Und wir müssen ihm eigentlich auch den anderen Titel aberkennen. Wir müssen ihm auch diesen Titel aberkennen. Dadurch verlieren unsere Untertanen 16 Mannung von uns. Naja, vielleicht ist es erstmal Strafe genug.
Vielleicht ist das erstmal Strafe genug und Transsilvanien ist das Herzogtum hier, ne? Dann würde ich einfach mal schauen, wer hier zu unserer Familie gehört. Er hier, Graf Lütjum Missel, der Herzensbrecher. Er ist Korsar, Ratsspitzel, Vasall und Ritter. Und er hat uns ja jetzt gerade sehr gute Dienste geleistet, indem er das Mordkomplott gegen uns aufgedeckt hat. Und deswegen denke ich mir, wir können ihm Fehler auch noch geben. So. Dann hat er die beiden. Das hat er sich verdient. Nachdem er das Mordkomplott gegen uns sozusagen ja, aufgedeckt hat. Und er ist ja auch noch treuherzig. Ja gut, maßvoll auch, aber treuherzig hauptsächlich. Und sein Sohn, sein Erbe, ist auch unser Ratskanzler. Das passt ja auch sehr gut. Der aber sadistisch ist. Naja, naja. Gut, ich würde sagen, zur Freude des Ganzen werden wir jetzt erstmal ein Festmahl veranstalten. Dafür nehmen wir 72 Anspannung, wir haben 38 Anspannung. Warum haben wir nur 38? Wir müssten noch mehr haben. Wir haben doch gerade 40 bekommen. Komisch. Wenn ich auf Anspannung gehe, kommt er hier. Ach so, weil das ist da, wo er sozusagen regiert. Na gut. Hier können wir das sehen, oder? Anspannungsstufe 0 von 3, 38. Ja, ich habe gerade 40 bekommen, keine Ahnung. Wir werden jetzt aber trotzdem ein Festmahl veranstalten. Es kostet 100. Puh. Da werden wir dann wieder auf unter 100. Aber ich meine, wir machen es trotzdem mal. Ja. Wir sind wieder gesund geworden. Wir konnten einen Mordkomplott gegen uns zurückschlagen. Und wir konnten hier eine missliche Lage bereinigen. Ja. Sie ist faul, paranoid und geduldig, die Dame hier. Ob das eine gute Erbin wird? Wir werden es sehen. Poetin ist sie. Na gut. So, jetzt erstmal unser Festmahl. Und danach, glaube ich, werden wir den Krieg da unten erklären. Ein geselliges Beisammensein. Die Gäste sind in der großen Halle versammelt, Edelleute von nah und fern. Die Stimmung ist prächtig und alle sind guter Laune. Lass das Festmahl beginnen. Dann auf dem Festmahl besprechen wir etwas. Hier, unser Bischof soll nämlich einen Anspruch fingieren. Und zwar auf dieses Gebiet hier. Das ist, glaube ich, ein ganz guter... Ja, dort können wir gut angreifen. Das versuchen wir mal. Gehört zum Königreich Ungarn, ne? Ja. Sehr schön. Das besprechen wir hier gerade auf dem Festmahl, dass unser Bischof sich da mal drum kümmern soll. Hier ist Dolininci Bellago. Aber das, glaube ich, sind sogar zwei Grafschaften, ne? Ne, ist eine Grafschaft. Okay. Gleichgesinnte. Was wie ein gewöhnliches Festmahl begann, wurde dank der Anwesenheit von Graf Petter ein herausragender Anlass. Ist er unser Freund? Nö, er ist kein Freund. Wir unterholten uns den ganzen Abend lang über alle möglichen Dinge und wie es der Zufall so wollte, entdeckten wir allerlei Gemeinsamkeiten. Ich hatte so viel Spaß mit ihm. Graf Petter gewinnt 10 Jahre lang 15 Meinungen von uns und wir kommen einer Freundschaft näher. Sehr schön. Sehr schön. Das lobe ich mir doch. Oh, unsere Frau ist schwanger. Das muss ja ein interessantes Festmahl gewesen sein, wenn unsere Frau dabei schwanger geworden ist. Gräfin Lucia hat 20 Meinungen von uns erhalten. Dies geschah trotz des schlechten Diplomatie als unseres Ehepartners. Na ja, gut. Festmahl, geschmacksvoll beleidigend. Während Gericht um Gericht in die große Halle hereingebracht wird, erreicht mich ein unverkennbarer Geruch und ich lächle. Dass mein Ratsverwalter Graf Gina Luschi Zitronen nicht verträgt, habe ich dem Koch gegenüber leider nicht erwähnt. Ja gut, er ist katholisch und wir verstehen uns ja eigentlich ganz gut mit ihm. Ich heiße euch alle herzlich willkommen und ich hoffe, dass euch das Essen schmecken wird. Besonders euch, Gina Lusch, guten Appetit. Oder das Gesicht, das er zieht, als ich ihm das Essen vor ihm rette, ist unbezahlbar. Ja, ja, wir retten ihn. Wir retten ihn. Und wir erhalten sogar ein schwaches Druckmittel gegen ihn. Ja, ja, wir haben ja nichts gegen unseren Ratsverwalter, meine Güte. Er ist zwar als Verbrecher bekannt, hat gegen mich rebelliert, aber das ist vergessen. Das ist schon so lange her, das ist vergeben und vergessen inzwischen. So, als meine Gäste gehen. Ja, dieses Festmahl hat Adelheid sozusagen federführend geleitet. Sehr gut. Wir bekommen 150 Prestige und jeder Gast bekommt 10 Jahre lang 20 Meinungen von uns. Das ist doch sehr schön.
Und jetzt können wir Ritter einladen, Jagd veranstalten und ein neues König. Wir können ein neues Königreich gründen. Ja, aber wir haben gar kein 500 Gold. 300 Gold kostet uns das nur, ein neues Königreich zu gründen. Ein komplett neues zu gründen. Das machen wir, Leute. Ich werde mein Reich unter dem einen neuen Königreichstitel vereinen, damit es auf alle Zeit meiner Dynastie gehört. Ihr schafft ein neues Königreich. Alle Herzogtumtitel, die ihr haltet oder vollständig kontrolliert, werden die Jure-Herzogtümer eines neuen Königreichs. Ja, ist möglich, ne? Ist möglich. Wir könnten natürlich auch das Königreich Ungarn erschaffen. Ist halt die Frage. Das ist halt ein Jure-Königreich, ne? So hätten wir halt noch Teile von Polen und so weiter dabei. Puh, ist schwierig. Neue Rufstufe ist Illuster. Sind wir tatsächlich schon Illuster? Wahnsinn. Ihr seid ein unabhängiger Herrscher. Wir halten drei oder mehr Herzogtümer. Euer Restgut ist 30 oder mehr. Alle Herzogtumtitel, die ihr haltet oder vollständig kontrolliert, werden die Jure-Herzogtümer eines neuen Königreichs. Ja, ich bin jetzt ein bisschen unsicher, ob wir das machen sollen. Ich frage mal den Chat, was sagt ihr denn? Sollen wir das neue Königreich gründen? Was haltet ihr von der Idee? Oder sollen wir weiter versuchen, König von Ungarn zu werden? Wäre schon nicht uninteressant. Die Frage ist, wie nennen wir das dann? Unser eigenes Königreich. Ja, schwierig. Wirklich nicht so einfach. Das Gute nämlich am Königreich von Ungarn ist, dass wir automatisch dann auf diese ganzen Gebiete Ansprüche bekommen, die eigentlich zum Königreich von Ungarn gehören. Das bekommen wir nicht, wenn wir ein eigenes Königreich gründen, natürlich. Das Heilige Römische Reich wiederherstellen. Dann müssten wir. Das Heilige Römische Reich wird Fürstenwahl-Nachfolge erhalten, wird nur Männer-Nachfolge erhalten. Sieben fürstliche Kurfürsten werden aus Bekannten, die Jurebischöfen, Herzögen und Königen des Heiligen Römischen Reichs ausgewählt. Wir müssen das Königreich von Ostfranken vernichten. Na, Wahnsinn. Alles neu macht er mal, also mach. Okay. Also Spencer ist dafür. Gut, dann machen wir das. Wie wir das Königreich genau nennen, das müssen wir uns jetzt genau überlegen. So, also auf diesem Festmahl ist also offensichtlich auch etwas mehr noch besprochen worden. Nämlich auch die Gründung eines Königreichs. Der Ungvare Hof. Ihr habt jetzt einen Königshof, sehr schön. Als König habt ihr neue Aufgaben und Pflichten. Man wird von euch erwarten, regelmäßig Hof zu halten, Streitigkeiten im Reich zu klären und eure Höflinge an den täglichen Abläufen teilhaben zu lassen. Graf Stjepjan von Hunja zieht mich unverwandt in einer fast schon belehrenden Art und Weise an. Vielleicht liegt sogar etwas Überraschung in seinem Blick. Er entrollt ein wunderschönes Banner mit dem Emblem vom Haus Nagikepo. Einer der Wege, auf dem die Welt nun über eure Herrschaft urteilen wird, ist die Art und Weise, wie ihr euren Hof schmückt und versorgt. Ich war so frei und habe dieses Geschenk anfertigen lassen, um die Geburtsstunde eures Hofes angemessen zu dokumentieren. Ein Dynastiebanner. Großes Wandornament gewöhnlich. Wenn ihr die Anforderungen erfüllt, Prestige plus 0,05 pro Monat, Bekanntheit plus 0,02 pro Monat, Kriegsfolgunterhalt minus 1%, 67 Jahre lang. Und das Hausbanner der Nagikepo. Sehr schön. Zusammen mit Königreich von Unkwa vererbt. Na, wir können es wirklich auch Königreich von Unkwa nennen. Warum eigentlich nicht? Ja, Königreich von Unkwa. Ist doch gut. Sollen Sie Ihren neuen König sehen oder andere Angelegenheiten erfordern meine Aufmerksamkeit? Ihr könnt euch später entscheiden, den Königshof aufzusuchen. Nee, wir werden den Hof aufsuchen. Warum nicht? Ein neu geschmiedetes Reich. Ich habe getan, was niemand sonst konnte. Ich habe die Lande von Umqua mit denen von Bihar und Halitsch vereint. Mein ganzes Leben habe ich darauf hingearbeitet, meine Vasallen zu mir zu rufen, auf dass sie mir von neuem die Treue schwören. Jetzt und für immer da werde ich nicht nur Lehnsherr für sie sein, nein, sondern König. König von Umqua. Das ist doch sehr schön. Mein Reich wird ewig werden. So, wir haben hier Hofprachtstufe 3 erreicht im Königshof und der Königshof ist immer noch sehr wenig prunkvoll, muss man wirklich sagen. Das ist Graf Lütte-Missel, der Herzensbrecher. Unser Cousin, das sind wir. Können wir da rein scrollen? Nein, unsere Königin, die schwanger ist. Der Erzbischof. Ein Gefangener von uns. Was machen denn die alle hier?
Naja, es sind halt unsere ganzer Erzeugwart, sehr schön, unser Leibwächter. Hofhalten, das wären 93 Prestige. Beweist eure Autorität durch Hofhaltung. Fotomodus, okay. Also noch ist es nicht besonders prächtig hier. Der Thronsaal, die Hofpracht, können wir uns hier mal angucken. Hofart ist ein Ränkehof und die Hofsprache ist Serbokroatisch. Warum denn ein Ränkehof? Was können wir denn noch nehmen? Ein Verwaltungshof. Ja, wir nehmen eher den Verwaltungshof. Das passt besser zu unserer Dynastie. Hofprachtstufen, Stufe 1, Gebäudebauzeit, Baukosten minus 10. Was sind wir denn? Wir sind Stufe 3. Bei Stufe 4 haben wir Kulturakzeptanz fördern plus 30%. Bei Stufe 7 hätten wir Entwicklungszuwachs im Reichssitz plus 0,2 und ab Stufe 10 war Seilensteuer plus 10%. Die Hofart ändern. Oh, okay, um sie zu ändern, brauchen wir 500 Prestige. Dann sind wir halt doch ein Ränkehof im Moment. Na, das ist einer unserer Ziele, die Hofart zu ändern. Okay. Prachtstufe. Prachtstufe 1. Hofpracht 25, Grundwert 7. Monatliche Veränderung zum Grundwert minus 0,22. Grundwert wird erreicht in 7 Jahren. Ach du meine Güte. Dieser Hof liegt eine Stufe unter der erwarteten Hofprachtstufe, was vorhin Auswirkungen hat. Prestige plus 0,74. Häufling und Gastmann und plus 14. Mode des letzten Jahrhunderts. Gottes Willen, wir sind nicht besonders modisch. Wie kann man das denn verändern? Ich weiß es nicht. Winzige Unterbringung. Sehr wenig Dienerschaft und fade Verpflegung. Ach du meine, sind der 34. Rang. Sind der 34. Rang. Naja, gut, so schlecht sind wir auch nicht. Es gibt noch einige, die unter uns sind. Okay, und was ist das hier? Die Hofartefakte. Ja. Großes Wandornament, großes Wandornament. Okay, wir können hier zumindest mal ein großes Wandornament hinhängen, nämlich das Haus Banner von Nagi Keppu. Das soll hier hängen und hier kann das Dynastiebanner hängen. Das gewöhnlich, ja. So schaut's aus. Ach, das schaut genauso aus. Ist ein bisschen kleiner, ne? Naja, gut. Kein Artefakt verfügbar für diesen Platz, für ein Wandornament. Okay, was können wir hier hinstellen? Ein Podest. Aber wir haben keine Artefakte, die wir da hinstellen können. Und hier haben wir ein Möbel. Und dann ist jetzt mal Zeit, dass wir unserem Erzeugwart einen Auftrag geben, ne? Dass er mal ein Artefakt generiert. Können wir das machen? Hier. Nee, da war das bei Entscheidungen. Artefakte in Auftrag geben. Das kostet uns 100. Da haben wir sogar noch ein bisschen Geld übrig. Ein örtlicher Kunsthandwerker mit einem zu finanzierenden Vorhaben kommt an euren Hof. Okay, sie stellen Artefakte von niedriger Qualität her. Das inspirierte Gäste am Königshof. Wir machen das trotzdem mal. Eine Waffe, eine Rüstung, eine Krone, Insignien, Wandteppich, Möbel, Buch. Ich würde sagen, eine Waffe passt sehr gut zu uns. Wir haben aber schon eine Waffe, ne? Können wir noch eine Waffe haben? Nee, wir können nur eine Waffe haben. Okay, eine Waffe haben wir schon, aber eine Krone haben wir noch nicht. Und wir sind ja jetzt König. Also eine Krone. Elena hat 40 Mana von uns erhalten. Hat Elena mit 100 Dukaten finanziert. Metallschmiede-Inspiration finanziert. Okay, sie ist ein Höfling von uns und sie macht jetzt die Krone offensichtlich. Na gut. Haben wir sie schon oder dauert es? Es dauert, okay. Bin gespannt, welche Krone wir jetzt bekommen. So, was ist das hier? Öffnet dies und erhaltet eine Einführung zu eurem Königshof. Ihr habt euren eigenen Königshof zur Verfügung. Der Königshof ist eine besondere Art von Hof, der euch auf der großen Weltbühne präsentiert und euch Zugriff auf neue Möglichkeiten und Vorzüge gewährt. Er steht Königen und Kaisern mit den Regierungsformen Clan und Feudal zur Verfügung. Am eigenen Königshof kann man viele Dinge tun, also erkundet nach Belieben die Möglichkeiten. Fürs Erste wollen wir kurz die neuen Aktionen durchgehen, die euch zur Verfügung stehen. Öffnet den Königshof. Wo geht das? Ah, hier steht, wie lange das Artefakt dauert. Königshof. Ah, hier unten. Öffnet den Königshof. Okay. Dies ist euer Thronsaal. Hier können sich von Zeit zu Zeit verschiedene Situationen und Hofereignisse abspielen und ihr könnt in alles eingreifen, was hier vor sich geht. Okay. Falls ihr das Gefühl habt, euer Thronsaal wäre nicht lebendig genug, könnt ihr Hof halten. Dabei werden Bittsteller aus eurem ganzen Reich eingeladen, ihre Anliegen vorzutragen, damit ihr weise darüber entscheiden könnt. Doch wenn euer Königshof nicht bekannt genug ist, könnte niemand vorstellig werden. Lasst uns als nächstes einen Blick auf die Hofpracht werfen. Öffnet den Hofprachtreiter. Eure Hofprachtstufe ist ein Maß dafür, wie berühmt euer Königshof ist. Verschiedene Faktoren wirken sich auf eure Hofpracht aus.
Aber ihre Hauptquelle sind Annehmlichkeiten und Hofartefakte. Wenn euer Reich größer wird, wird man von euch eine höhere Prachtstufe erwarten. Dies nennt man die Prachterwartung. Annehmlichkeiten sind verschiedene Dienste und Bequemlichkeiten, die ihr allen zur Verfügung stellt, die an eurem Königshof sind. Sie haben jeweils eigene Vorzüge und tragen zur Hofpracht bei. Sie kosten aber alle jeden Monat Gold, also gebt nicht zu viel aus. Ja, haha. Wenn ihr mehr Hofpracht anhaufen wollt, könnt ihr euch auch Hofarten und Hofsprache ansehen. Hofarten wirken sich darauf aus, was ihr durch Hofprachtstufen erhalten könnt, während eure Hofsprache eure gesamte Hofpracht erhöhen kann. Sehen wir uns die Hofartefakte an, die sind eine weitere Quelle der Hofpracht und gewähren andere Vorzüge. Hier könnt ihr auswählen, welchen Hofartefakt an eurem Königshof ausgestellt werden. Hofartefakte sind besondere Artefakte wie Statuen und Wandteppiche, die man ausstellen kann. Sie bieten verschiedene Boni und können euch auch Hofpracht gewähren. Lasst uns zum Thronsaal zurückkehren. Öffnet den Thronsaal weiter. Damit wären wir am Ende unseres Rundgangs durch euren Königshof. Fürs Erste könnt ihr nach Belieben ausprobieren, was ihr wollt. Wir würden vorschlagen, dass ihr Hof haltet, um eure Neustellung zu feiern. Ja, können wir noch nicht, dafür fehlt uns ein bisschen Prestige. Eine Krone für den König muss aber schon sein. Ja, absolut. Absolut. Wir tragen zwar schon eine ganz komische Krone, aber ich würde sagen, wir müssen uns eine eigene machen. Definitiv. Auch wenn sie 100 Dukaten gekostet hat. Aber ich denke, das ist es wert. Wir haben auch gute Einnahmen von 5,3. Das sind schon, die Einnahmen kann man sich, die können sich schon sehen lassen, würde ich sagen. Und wir haben ein schönes neues Wappen, ne? Königreich von Unkwa. Wunderbar. Damit könnten wir theoretisch jetzt auch einige, wir halten zu viele Herzogtümer tatsächlich, ja, das ist richtig. Wir halten ein Herzogtum zu viel. Als König kann man nur zwei halten. Ja, ich würde Hallitsch tatsächlich weggeben. Bihar ist hier, genau, Unkwa ist dort. Die beiden behalten wir, aber Hallitsch können wir weggeben. Hallitsch würde ich ja theoretisch gerne an unseren Sohn geben, der sowieso Hallitsch erben wird, oder? Ja. Sobald unser Sohn 16 wird, werden wir ihm Hallitsch als Herzog geben. So machen wir das. Ihr könnt Bahn Dragomir den dritten vasalisieren. Ja, das sollten wir nämlich jetzt auch machen. Hier, ihm, ne? Genau, wir können ihm nämlich jetzt das Vasallentum anbieten. Und dann wird er Herzog unter uns. Er wird Vasall von uns. Vasallenbande beginnt mit normalen Steuern. Vasallenbande gewinnt mit normalem Aufgebot. Normale Feudalpflichten, hohe Feudalpflichten, niedrige Feudalpflichten. Religionsdispens, erstkatholisch, sehr gut. Bei niedrigen Feudalpflichten wird er sogar annehmen. Das mache ich. Damit wird unser Königreich gerade mal größer werden. Wir haben zwar nur niedrige Vasallenpflichten, aber das kann man ja dann irgendwann auch ändern. Ich nehme euer großzügiges Angebot an. Sehr schön. Guten Abend, muss nebenbei noch andere Sachen machen, also nicht wundern, bin jetzt AFK. Grüß dich, Anime, schön, dass du da bist. So, schaut mal. Das schaut doch schon wesentlich besser aus. Das Transkarpatien ist jetzt hier zu uns gekommen, das Banat von Transkarpatien. Das ist eigentlich nur so groß. Also ein Teil gehört eigentlich zu Banat, oder? Nee. Hier gehört es dazu, zu Transsilvanien. Naja, gut. Das Herzogtum von Transsilvanien könnten wir auch erschaffen. Kostet uns aber 250 Gold. Könnten wir erschaffen und ihm dann verleihen, hier, unserem Radspitzel. Ja, vielleicht, wenn er nochmal eine gute Tat für uns macht, können wir es machen. Können wir es tatsächlich wagen. Sehr schön. Das freut mich. Was ist hier sonst noch Wichtiges? Niedrige Haltbarkeit, das wissen wir schon. Erbe wird Titel erben. Erster der Erbfolge für den Titel Grafschaft von Graz, Grafschaft von Freistadt. Das hilft uns jetzt auch nicht. Verbrecher können angeklagt werden, die können die Bande ändern. Hier genau. Von ihm können wir nämlich die Bande jetzt eigentlich jetzt schon mal ändern, ne? Auf normale Steuern. Das ist aber ein Akt der Tyrannei. Ja, und vor allem sind wir auch großzügig, deswegen machen wir das nicht. Wir machen das nicht. Vielleicht haben wir irgendwann mal einen König, der gierig ist. Der wird das sicherlich machen, aber das trifft im Moment nicht auf uns zu.
Schaut denn da oben eigentlich? Das ist Vistula, Herzogtum von Vistula. Tja. Jetzt können wir die Walachei eigentlich angreifen, weil jetzt können wir auch dieses Gebiet erobern. Dann ist es ja eigentlich egal. 63 Prestige haben wir im Moment nicht. Weil der wär ein weniger schwieriger Gegner. Hat eine sehr ähnliche Krone auf wie wir, ne? So, was ist denn jetzt hier in unserem Hof passiert? Irgendwas ist passiert. Misstrauen gegenüber Freundschaft. Teilnehmende Raimond Berenguer, Gast von uns und König Adelheid. Aha, Misstrauen gegenüber Freundschaft. Ich spüre einen scharfen Stich der Eifersucht in meiner Brust, als ich zu der Quelle des Gelächters hinüberblicke. Es ist ein Gefühl, das ich kenne, und doch passt es eigentlich gar nicht zu mir, so zu empfinden. Ich weiß, ich sollte dankbar dafür sein, dass sich unser Gast Raimond Berenguer gut mit Königin Adelheid von Umqua zu verstehen scheint. Doch da gibt es etwas im Wechselspiel der beiden, was mich beunruhigt. Das sind die zwei, ne? Er ist auch ein Trunkenbold und er ist abscheulich. Sie schenken sich ein Lächeln, wie es lebenslange Freunde oder hingebungsvolle Liebhaber teilen. Sie tun ungeniert so, als wären sie die Einzigen im Raum, lassen mich munter aus ihren Gesprächen heraus. In was für Beziehungen stehen sie genau und sollte ich etwas dagegen unternehmen? Ich muss dem, was auch immer zwischen ihnen aufkommt, ein Ende setzen. Ich sollte ihre Bindung fördern, um sicherzustellen, dass der Besuch gut verläuft. Was auch immer ihre Beziehung sein mag, ich halte mich da heraus. Raimond Berengo ist nicht mehr an meinem Hof willkommen. Wir schicken ihn weg. Aber wir bekommen Anspannung, weil wir gefühllos und großzügig sind. Das passt also nicht. Wenn wir uns heraushalten, haben wir 33% Chance, dass die beiden beste Freunde werden könnten oder sogar mehr als das. Nochmal 33% Chance, dass die beiden Freunde oder sogar Liebhaber werden. Und nochmal 33% das Interesse, das die beiden für den jeweils anderen hegen, fällt auf jenes Maß zurück, wie es vorher war. Oder wir fördern sogar die Bindung. Die beiden könnten besten Freunde werden. Raimond bekommt Meinung und König Adler bekommt Meinung. Oder sie schätzen meine Einmischung nicht und sie verlieren beide Meinung von uns. Oder ich muss dem, was auch immer, zwischen den Kanten Ende setzen. Sie verlieren Meinung von uns und eventuell werden sie dann trotzdem Liebhaber. Also, was würden wir denn machen? Wir sind großzügig, ne? Wo sind wir denn jetzt? Pass mal auf, hier. Wir sind großzügig, demütig und gefühllos. Also uns ist es eigentlich egal, wenn die hier Freunde werden. Hier sieht man auch, dass sie schwanger ist, ne? Ich halte mich raus, würde ich sagen. Raimund ist einer Freundschaft mit König Adelheid näher gekommen. Ja, schön für sie. Das freut mich für sie, aber wirklich interessieren tut es uns eigentlich nicht. Ich werde noch wahrscheinlich so ungefähr eine Viertelstunde spielen, denn unser Hauptziel vom heutigen Stream, König zu werden, haben wir ja jetzt erreicht. Und das ist ja eine schöne Sache. Inspiration, ein denkwürdiger Name. Meine begünstigte Elena tritt mit gedankenvoller Miene an mich heran. Habt ihr jemanden, der euch besonders nahe steht, Herr? Sie scheint dem Ärger in meinem Blick, ob einer so oft eine persönlichen Frage zu erkennen, denn rasch ergänzt sie: Ich meine, gibt es jemanden, den ihr das beauftragte Artefakt widmen wollt? Er scheint recht gut zu werden, doch eine denkwürdige Inschrift macht das noch viel persönlicher. Für meine geliebte Adelheid, nur der Herr lenkt mich, oder es braucht keine Widmung. Ich würde sagen, wir machen das, weil wir ja auch demütig sind, opfern wir es Gott, das Artefakt. Die Krone, das passt wunderbar. Wir opfern die Krone Gott. Alika von Hallstatt ist nicht länger euer Erzeugwart. Warum nicht? Was ist los? Warum ist sie nicht mehr unser Erzeugwart? Sie hat einen Anspruch auf die Grafschaft von Hallstatt. Warum ist sie nicht mehr unser Erzeugwart? Was ist denn passiert? Euer Nachbar Kahn hat einen Krieg gewonnen. Der Verlierer, Häuptling, Eroberin von. Ja, okay. Warum ist sie nicht mehr unser Erzeugwart? Was ist denn da los? Elena ist schrecklich geeignet als Erzeugwart. Naja. Naja, lieber einen schrecklichen Erzeugwart als gar keinen, oder? Wir nehmen sie mal. Sie kann ja lernen. Sie kann ja im Amt lernen. Hofbach Bonus 1. Das wäre auch noch nicht schlecht, ein Almosenier einzustellen. Ein Mundschenk, ein Hofner, ein Dichter, ein Musikant. Gott, das wäre ein persönlicher Streiter. Ein Henker. Ein Hofgenie, zwei, drei Hofgenies.
Was man denn alles haben kann. Wen haben wir denn als Hofmusikanten? Keinen. Hofdichter auch nicht. Hofnarr? Oh, da haben wir viele. Da haben wir viele. Okay, Hofnarr ist kein Problem offensichtlich. König Adelheid könnte ein Großalmosinier werden. Hm, kostet aber einiges. Hofprachtbonus plus 1. Frömmigkeit und Hofpracht plus 0 oder plus 20%, je nachdem. Hofbaumeister, alles schöne Ämter, ne? Erzjägermeister, aber das ist im Moment noch nicht so in unserem Bereich. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Ist es jetzt an Anime gerichtet oder an mich? Tja, wir werden es nie erfahren. Hoho. Gut, ja, wir müssen warten, dass unser Sohn 16 wird. Das ist ja das große Thema gewesen, ne? Wie schaut denn jetzt eigentlich die Erbreihenfolge aus? Schauen wir uns mal ganz kurz die Erbreihenfolge an. Also, König Bojan von Bayern, wenn wir sterben, wird er als Spielererbe weiterspielen. Er wird erben das Königreich von Unkwa, das Banat von Unkwa, die Grafschaft von Zemplén, die Grafschaft von Berek und die Grafschaft von Unkwa. Und er wird erben tatsächlich das Banat von Halic und das Banat von Bihar. Dann wird es Zeit, dass wir noch eine Grafschaft erzeugen, damit er auch noch eine haben kann. Damit wir Unkwa und Bihar haben können. Und zwar die hier wäre ganz gut, ne? Die können wir auch erzeugen. Wir brauchen nur 250 Gold. Und die hier unten sollten wir auch erzeugen, aber die müssen wir nicht unbedingt erzeugen. Aber die hier oben sollten wir erzeugen, damit Halic und die hier an ihn geht. Oder die tschewenischen Städte. Die wären eigentlich noch besser. Ja, die liegen nämlich auch nebeneinander. Ja, machen wir das. Da brauchen wir aber ein bisschen Gold. Was ist jetzt schon wieder? Schon wieder ein Ereignis? Ein verschmähter Höfling. Warum habt ihr Elena diesem Einfallsbinder einen Titel am Hof verliehen und nicht mir? Mein Erzbischof Sulwan tobt vor Wut. Offenbar war er sich sicher, dass die Ehre ihm zuteil werden würde und niemandem sonst. Jetzt macht mal halblang oder ihr habt recht, ihr habt ein Amt bei Hofe verdient. Ihr nennt Sulwan zu eurem Großalmosenier. Sulwan gewinnt Mano von uns und Elena verliert Mano von uns. Oder... Er will unser Rivale. Ja, wer soll sich mal nicht so erdreisten hier? Er ist maßvoll, eigenwillig und ungeduldig. Ja gut, er ist ungeduldig, ne? Aber ich finde das schon ganz schön dreist, hier dem König vorzuschreiben, was er zu machen hat. Aber wir sind auch gleichzeitig großzügig. Deswegen würde ich sagen, wir werden ihn zum Großalmosenier ernennen. Ja, weil wir großzügig sind. Hier. Genau. Sie ist weiterhin Erzeugwart. Okay, passt. Fraktion wird uns gegen uns geschaffen, avarische orthodoxe Populisten. Irgendwie haben wir mal wieder Probleme hier mit dem OBS, so wie es ausschaut. Na, jetzt ist es wieder besser. Komisch, ich weiß auch nicht. Jetzt ist es wieder besser. Sollten die Probleme nochmal auftauchen, dann schauen wir mal, was wir machen. So, wir haben sie beeinflusst, sehr schön. Hat sie ihren Vater eigentlich inzwischen beerbt? Nein, noch nicht. Ihm geht es immer noch in Ordnung. Dem alten Aufrührer. Er ist inzwischen katholisch geworden, immerhin. Ja, ist ja immerhin was. Gut, was wollten wir denn sonst noch machen? Richtig, wir müssen diesen Titel erschaffen, die chivenischen Städte. Wir können auch das Herzogtum von Bax erschaffen. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Das ist dort hinten. Aha. Interessant. Und welches können wir noch? Vistula. Das ist hier oben. Ja, das weiß ich schon, genau. Und Transsilvanien, ja.
Gräfin Cvetanka wechselt von Bulgarisch zu Kroatisch. Das ist sehr erfreulich. Eine gefährliche Fraktion ist hier. Wo denn? Hier, oder wie? Der Bauernpöbel. Unzufrieden hat 76%, kann in 12 Monaten ein Ultimatum stellen. Der Bauernpöbel möchte ein Ultimatum stellen. Was? Warum denn? Was haben sie denn für ein Problem? Sie wollen eine niedrigere Gemeindekontrolle. Aha. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Verstehe, wer will. Ich verstehe es nicht. Aber gut. Unser Sohn ist immer noch 12, glaube ich, oder? Das ist noch nicht so viel Zeit vorher. Nee, er ist inzwischen 13. Wann ist er denn geboren? Am 23. Oktober. Inspiration, die Hand einer Vermählten. Meine Gemahlin Adelheid plaudert angeregt mit Elena und zählt Ideen und Vorschläge für ihr jüngstes Vorhaben Krone auf. Meine Kunstschmiedin verhehlt ihn ihr fort, kann das gute Ding, die Krone, doch gleich zu dem Erbstück passen, das mir hinterlassen wurde. Man meint fast, einen Teil der Seele von Elena sterben zu sehen. Hört gut zu, Elena, oder kommt, Liebling, überlassen wir diese Sachen den Fachleuten. Also wir bekommen auf jeden Fall Anspannung, entweder weil wir großzügig sind oder weil wir gefühllos sind. Aber ich würde sagen, unsere Gattin zählt uns mehr als irgendein Höfling. Ja? Und wenn unsere Gattin eine gute Idee für unsere Krone hat, vor allem weil sie auch ein religiöser Eiferer ist und die Krone ja Gott gewidmet ist, würde ich sagen, soll das auch so gemacht werden. Das Artefakt wird durch die Inspiration von Elena geschaffen, wird von höherer Qualität sein, oder das Artefakt, das durch die Inspiration von Elena geschaffen wird, wird von minderer Qualität sein. Okay. Ja, dann machen wir das halt. Und so, wenn wir Pech haben, haben wir mindere Qualität. Ach, Adelheid behindert Elena. Wir haben eine mindere Qualität. Schade. Aber dann ist es nun mal so. Wir haben nicht genug Geld, um auf die Jagd zu gehen, ne? Ich würde mich ganz gerne mal auch auf die Jagd gehen, um unser Königstum zu feiern und auch ein bisschen Prestige zu bekommen, um dann hier unten den Krieg gegen die Walachei führen zu können. Aha, wir haben eine Tochter bekommen. Mit einem müden und doch glücklichen Lächeln überreicht Adelheid mir eine perfekte kleine Tochter. Wer wirst du einst sein, mein Kind? Und wie sollen wir dich nennen? Und ich schau mal, was König auf Kroatisch heißt. Pass mal auf. Weil sie soll, ich glaube, sie soll, zu Ehren unseres neuen Königtums benannt werden. So, Kroatisch. Jetzt gucken wir mal. Wahrscheinlich irgendwas mit Karl oder so. Krall, ja. Okay, dann machen wir sowas. Kommt ja von Karl dem Großen, dass die slawischen Sprachen Gralja. Gralje heißt König auf Kroatisch. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Vielleicht spricht man es auch Kralsch aus. Kralsch oder Kralje. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall soll sie Gralja heißen. Sehr schön. Gut, jetzt bin ich ein bisschen rübergerutscht. Entschuldigt. Italien ist inzwischen ziemlich groß geworden. Und Bayern, schaut mal, Bayern ist aufgeteilt in vier Bereiche. Ich verstehe es nicht ganz. Wir haben ein Königreich Bayern und ein Herzogtum Bayern. Das Herzogtum Bayern gehört ihm, Herzog Adam. Das Königreich Bayern gehört unserem Sohn. Warum gehören die nicht zusammen? Das muss man auch erstmal verstehen. Sehr merkwürdig. Ein Herzogtum Bayern und ein Königreich Bayern. Das Herzogtum Bayern ist auch noch unabhängig, wie es ausschaut. Und gehört nicht zu Großmähren und auch nicht zum Ostfrankenreich. Sehr, sehr, sehr merkwürdig. Und Linz ist auch eine eigenständige Grafschaft. Sehr merkwürdig. Ich bin sehr gespannt, was passiert, wenn wir sterben und unser Sohn, der König von Bayern ist, dann gleichzeitig auch der König von Umfa wird. Sehr merkwürdig wird das werden. Eine unwürdige Herausforderung. Zuerst hielt ich den einfachen Fußsoldaten für einen Narren, als ihm auf dem Übungsplatz entgegentrat. Allerdings stellte sich der Kampf dann als deutlich härter heraus, als ich erwartet hatte, und nach wurde klar, dass er nicht verhindern können würde, mich mit seinen wilden und ungezügelten Schlägen zu verletzen. Es ging plötzlich um Leben und Tod. Meine einzige Rettung würde darin bestehen, ihn schnellstmöglich zu entwaffnen. Ich versuchte meine Erleichterung nicht zu zeigen, als sein Schwert endlich zu Boden fiel. Ein 19-Jähriger greift uns an, ich glaube, ich spinne. Tapfer, zornig und paranoid. Ich könnte mehr Leute wie ihn gebrauchen. Ich werde diesen Bauern und meinen Soldaten
und meinen Soldaten eine Lektion in Ehre erteilen, oder ich strecke ihn mit einem Schlag nieder. Wir bekommen Schrecken. Naja, wir sind jetzt nicht gerade gewalttätig. Wir könnten ihn in unseren Hof holen. Er ist immerhin ein guter Kämpfer, ne? Ja, wir holen ihn an unseren Hof und er soll Ritter werden. Genau. Dann haben wir auch einen Ritter, den wir auch mal wieder mit einem Lehen versehen können, falls wir wieder mal ein Lehen dazu bekommen. Großmähren breitet sich hier ganz schön aus. Ja, wir warten noch, bis die Krone fertig ist, würde ich sagen. Und dann werden wir den Stream für heute beenden. Was ist eigentlich mit denen hier? Können wir dem Krieg erklären? Ja. Weil sie eine andere Religion haben, ne? Wird uns 40 kosten. Ja, das machen wir doch einfach mal, oder? Kusaritische Herrscher können dem Krieg beitreten. Ich weiß nicht, wo ist denn Kusaritisch? Ja, das ist nicht viel. Da hinten. Ja, gut, da hinten. Ah, die werden da schon nicht beitreten. Kann ich mir nicht vorstellen. Lasst uns hier ein bisschen. Das gehört zum Herzogtum Halitsch. Ja, das gehört eh zu uns. Komm, das machen wir jetzt einfach mal. Ein heiliger Krieg. Hier drüben. Wir können Verbündete rufen, ihr könnt euer Hausmitglied König Bojan rufen. Brauchen wir alles nicht. Wir marschieren direkt mal hier ins Feindesland und dann werden wir es erobern. Saslavl. Ich weiß auch schon, wem ich es geben werde. Das wird unser Sohn bekommen. Auch wenn er noch nicht 16 ist. Aber er kann schon mal ein bisschen üben. Der Fluch endet. Die Launen und Wendungen des Schicksals sind nicht immer zu meinen Gunsten. Gott weiß, dass er einen Fluch auf mir lastete, seit ich Graf Yenchepi kennenlernte. Heute endet dieser Fluch jedoch. Das Schicksal war mir hold und hat dieses widerwärtige Monstrum ins Grab geschickt. Sehr schön, er ist gestorben. Keinen Tag zu früh, wir verlieren 6 Anspannung. Um meine Bekanntschaft Graf Yenchepi wurde ermordet von Sokron. Das ist aber krass. Sokron ist Ratskanzler von Häuptling Yevth Stafiv. Was haben denn die miteinander zu tun gehabt? Keine Ahnung. Wir können unser Glaubensoberhaupt um Gold bitten, das ist immer gut. 161 Gold werden wir machen. Und wer ist denn jetzt Graf oder Gräfin? Sie, ne? Und sie versteht sich mit uns eigentlich ganz gut. Das ist schön. Sie ist leider nicht katholisch. Das ist blöd. Wir versuchen sie mal zu beeinflussen. Und wenn sie dann eine gute Meinung von uns hat, wird sie vielleicht zum katholischen Glauben konvertieren. So, währenddessen tobt hier eine Schlacht, die wir auch als Anführer führen. Der Papst schickt uns Geld, 161 Gold, das ist schön. Die Inspiration wurde verwirklicht. Hier drüben, mein Fürst, ruft meine begünstigte Elena und winkt mich mit einem breiten Grinsen herüber. Ich habe viele Tage und Nächte daran gearbeitet, doch endlich ist mein Werk vollbracht. Sie überreicht mir einen in Stoff eingewickelten Gegenstand. Als ich ihn enthülle, was sich darin verbirgt, mache ich große Augen. Eine kunstvolle Krone von guter Qualität. Die Krone wurde aus Sondermessing gefertigt und mit kleinen Gagatstücken besetzt. Die Krone von gut. Prestige plus 0,12, meine Meinung von unabhängigen Herrschern plus 1. Derzeitiger Träger ist Königszesla von Unkwa. Ja, sehr schön. Eine winzige, aber elegante Inschrift verläuft an der Innenseite und widmet das Artefakt wie folgt: Gott ist meine Kraft. Ja, das ist doch eine sehr schöne Krone. Das ist bezaubernd. Und die werden wir auch gleich aufsetzen, die Krone. So. So schaut's aus. Die Lamellenpanzer können wir dann zu einem Raumschmuck machen, wenn, sobald er gestorben ist. Macht das vielleicht sein Sohn? Habe ich mir überlegt. So, wir haben 221 Gold. Im Moment verlieren wir natürlich Gold, weil wir gerade Krieg führen.
Das wird sich aber bald erledigt haben. Hier kommen irgendwelche Räuber. Haben die irgendwie Geld dabei? Nein. Graf Yanchepi wurde erschlagen während der Schlacht. Ah, deshalb ist er gestorben. Er wurde von Sokron in der Schlacht erschlagen. Ah, weil er unser Ritter war. So, die Belagerung läuft und ich würde sagen, wir können jetzt mal die Armee, die nicht die Belagerungswaffen hat, hierher zurückschicken und auflösen. Dann verlieren wir nämlich auch nicht mehr so viel Geld. Ein neuer Kriegsführungsvorteil ist verfügbar. Unglücksritter müssen wir jetzt nehmen. Dann absolute Kontrolle als nächstes. So, wie lange dauert die? 5 Monate dauert die Belagerung. Okay. Die Plänkler könnten wir, die Plänkler und die Ritter. Pass mal auf. Wir halbieren die mal, genau. Na, wir halbieren die nochmal. Wir halbieren die nochmal. So. Ja. Können wir die nicht auch irgendwie teilen? Neue Armee abteilen? Doch, das geht. Die sollen jetzt alle mal erstmal hierher marschieren. Dann verbinden wir die wieder. Und dann teilen wir die ab. Kein Umgesehen möglich, sondern die Armee sich bewegt. Ja, sie sollen nochmal hier sich hinstellen und dann werden wir das nochmal umverteilen. Sehr gut. Ein Sieg. Ein Sieg. Ein sehr guter Sieg. Und da kommt die Armee schon mal. Schon wieder. So, wir teilen etwas ab. Nämlich das Fußvolk und die Ritter. Ein bisschen blöd gemacht hier, ne? So, und die können nämlich dann zu der anderen Belagerung stoßen, bitte. Und die können sich auflösen. Sind die Feinde in der Nähe? Warum sind die Feinde in der Nähe? Wir werden bald ein Ultimatum stellen. 5 Monaten. Bauernpöbel. Damit werden wir schon klarkommen. So, können wir sie jetzt auflösen? Können wir noch nicht. Die kommen gleich dazu. Jetzt. Jetzt sind sie dazu gekommen. Es ist ein sehr guter Anführer hier mit 28, ne? Häuptlingssohn von Zaslav. Die haben einen sehr guten Anführer. Sind aber militärisch natürlich uns unterlegen, ist klar. Wir brauchen noch 40 Dukaten, um das Herzogtum zu erschaffen. Die Gräfin ist nicht beeinflusst. Okay, schade, müssen wir nochmal probieren. Sehr gut, die können wir zusammenfassen und die können wir doch jetzt hoffentlich auflösen. Immer noch nicht. Na gut. Die haben wir fast vollständig vernichtet und wir haben ungefähr 10% verloren. Ne, wir haben sie nicht vernichtet. 863 sind nur noch übrig. Wie weit müssen wir denn jetzt noch wegmarschieren? Ich komme schon wieder zurück. Unglaublich. Bündnis aushandeln. Graf Czeslaw Zaslawicz von Poschek. Der heißt ja wie wir. Wo ist denn Poschek? Hier hinten. Der möchte gerne ein Bündnis mit uns. Ist ein Cousin von uns. Ist er ein Nagi Kepu? Nein, ist er nicht. Und er hat eine Frau von niedriger Geburt geheiratet. Er ist selber 48. Möchte gerne ein Bündnis mit uns. Banat von Slavonien. Er ist zynisch, maßvoll und gierig. Ne, wenn er zynisch ist, das ist er ja sozusagen gegen Gott. Naja, das machen wir nicht. Das passt nicht. So, wie schaut es hier aus? 3 Monate noch. Wunderbar. Hier kommt schon wieder die Armee und möchte nochmal Haue haben. Kann sie gerne bekommen. Und die möchte ich jetzt gerne endlich mal auflösen. Jetzt geht's. 6 Monate lang sind sie da nicht zur Verfügung. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig, weil die hier in 3 Monaten das Ultimatum stellen werden. Aber ich hoffe mal, dass sie sich vielleicht vorher auflösen. Wir wissen es nicht. Wir schauen mal. Und die dritte Schlacht. Der will es wirklich wissen hier, ne? Er wurde verstümmelt. Oh ja, schaut mal, er hat einen Arm verloren gerade. Oh, da fehlt der Arm. Krass.
Ist auch ein bisschen gefährlich, dass wir hier in vorderster Front kämpfen, ne? Aber gut. So, können wir sie jetzt endlich besiegen? 113 Überlebende. Ah, hier sind die Vollkommenen. Ja, hier sind die, die es noch gibt. 113 Überlebende, das sollte sich doch jetzt endlich mal erledigt haben. Noch 40 Tage. Dann können wir den Krieg beenden. Und dieses Gebiet zu unserem Reich zählen. 13 ist unser Sohn. Jetzt ist er 14, okay. Ja, 14 ist alt genug, um Graf zu werden, würde ich sagen. Er ist treuherzig, ehrlich und gesellig. Das ist ein sehr netter Junge. Neugierig ist er auch. Wir sollten auch bei den Ehepartner versuchen, ihn zu finden. Was hat eigentlich unser anderer Sohn für einen Ehepartner sich gesucht? Königin Gertrude von Bayern. Ah ja, genau. Sie ist die Tochter von König Ludwig V. von Ostfrankreich. Das ist wirklich ziemlich gut. Das ist ziemlich gut. Und der Sohn, der ja dann auch unser Erbe sein wird, Prinz Jans von Bayern, oh ne, er ist buckelig und er ist ein Zwilling. Aber er hat auch Ansprüche, ne, er hat nicht Ansprüche von seinem Großvater, okay. Oh ne, wir haben dann zwei Buckelige. Naja gut, ist halt dann so. Müssen wir mit leben. Wenn er sich eine buckelige Frau sucht, ist sie buckelig. Ah, die Frau ist auch buckelig. Naja. Es ist halt so. Jetzt kommen die nochmal an, die 222 Mann. Die wollen nicht aufgeben, ne? In den Krieg rufen. An den erfindsamen König Cezlar von Ungfer. Ich fordere euch auf, unser Bündnis zu ehren und mir bei Befreiungskrieg anzuschließen. Feinde ist Herzog von Transjurien und Herzogin von Nordgau. Ja, machen wir. Müssen wir ja wohl. Schauen uns den Krieg mal an. Aha, hier, Großmähren. Die hier wollen sich befreien. 1700 Truppen haben sie nur. Nordgau und hier Transjuranien. Naja. Wir müssen uns erstmal um diesen Krieg hier kümmern. Wir fangen die gewonnenen Kombattanten. Gut. Und an den ekelhaften König Cezlar viel zu lange unterliegen wir schon euren unterdrückerischen Gesetzen. Das ist vorbei. Wir haben euch genug Steuern gezahlt. Sobald eure Schatzkammer und eure Vorratskammer leer sind, werdet ihr noch wünschen, uns gerechter behandelt zu haben. Ich könnte Ihnen einen Steuererlass erwehren. Die Kontrollstufe wird sich um minus 75 ändern. Erhält größere Autonomie, die alle Grafschaften. Oder niemals ist das Los eines Bauern, seinem Herrn zu dienen. Die Kontrolle wird sich um minus 25 ändern. Erzeugt eine Armee von aufständischen Bauern, die im Verhältnis zu den Aufgeboten in der Gemeinde stehen. Ja, wir werden natürlich das nicht. Sammelt die Truppen. Sammelt die Truppen. So, erstmal wird diesen Krieg hier geschlagen. Dort können wir dann schon mal das hier für uns, die Belagerung gewonnen. Sehr schön, die Gefangene. Und dann werden wir uns jetzt erstmal um die Gefangenen kümmern. Können wir die vielleicht für ein Druckmittel, okay. Lösegeld fordern, ist gut. Druckmittel und hier auch drei Dukaten, okay. Gut. Dann haben wir das. Die Frage ist, unser Sohn, wird er das hier erben, Cezlava, sowieso? Jetzt hat sich irgendwie was verändert. Ich schaue nochmal ganz kurz in die Nachfolge rein. Banat von Hallisch, Banat von Bihar. Und er bekommt Banat von Ungvar. Sehr merkwürdig. Aber bekommt er, ja, er bekommt die Grafschaft von Cezlav sowieso, deswegen können wir sie ihm jetzt schon geben. Das ist doch sehr schön. Müssen wir aber gar nicht, sehe ich gerade. Wir können noch warten, bis er 16 wird, weil wir sowieso eine Domäne mehr haben können. Das ist doch schön. Das ist doch schön. So, und wo sind jetzt unsere Bauern? Wo sind jetzt die Bauern? Ich sehe sie nicht. Berek, in Berek. Da. 424 Bauern, na, die werden wir doch mal schlagen können. Hoffe ich doch. Das ist jetzt weniger, als ich erwartet habe. Fraktion wurde geschaffen. Lösegeld akzeptiert, sehr schön. Russische sowjetanskanische Populisten haben sich gegen uns
Und da ist auch das Lösegeld akzeptiert worden. Und da auch nochmal. Wunderbar. So, den Bauernaufstand müssen wir natürlich jetzt noch klären, bevor wir den Stream beenden. Das geht ja sonst gar nicht. Ich habe sowohl alte als auch weniger glaubwürdige Dokumente durchgesehen. Ja, wir wollen natürlich diesen 90 kostet es uns einen. Wir wollen diesen Anspruch haben. Sehr schön. Wir können ihn feudalisieren. Ja, das soll man natürlich, sollten wir natürlich schon machen. Wie geht das nochmal? Hier. Müssen wir beim nächsten Mal gucken. Jetzt erstmal den Krieg führen. Da kommen sie schon angelaufen. Ich meine, die machen ja hier nichts, oder? Die stehen hier bloß. Doch, die erobern tatsächlich. Dauert aber 8 Monate. Okay. Ungvar, unseren Hauptsitz, versuchen die zu erobern. Das geht ja gar nicht. Naja, wir gehen dann hier direkt auf sie zu. Okay. Winter, Hügel, Stammesbesitztum, Titel anpassen, Gemeindebesitz, Reichssitz hier verlegen. Stammfeudalisieren. Zerstört alle Gebäude in diesem Besitztum und macht es feudal. Kostet 500. Ah, okay. Kostet 500. Das ist natürlich sehr viel. Zu viel für uns im Moment. Okay, 6 Monate. Das sollte passen. Das sollten wir hinkriegen. Sollten wir rechtzeitig da sein. 24 Tage noch bis Berek. Wir wollen nicht nach Berek, wir wollen eigentlich nach Unkwa. Oder? Ne, hier ist Unkwa. Wir wollen doch nach Berek. Ist alles richtig. Das ist Unkwa. Und das ist die Festung von Berek. Alles richtig. So, ein Kampf steht unmittelbar bevor. Und wir haben natürlich gute Chancen, ihn zu gewinnen gegen die Bauern. Wir sind fünffach überlegen. Und jetzt kommt die Schlacht. Der Bauernanführer ist ein sehr guter Anführer, aber wir sind einfach zahlenmäßig so überlegen. Sehr schön. Ja, wir haben sie vernichtet. Die Bauernfraktion wird aufgelöst und Anführer Mihailo wird eingekerkert. In allen aufständischen Grafschaften wird zwangsweise die Volksmeinung erhöht. Er hält Eimerschöpf befriedet für 25 Jahre, Volksmeinung plus 50, wir kerkern ihn ein, Power und Pöbel wurde vernichtet, okay. So sei es, und er wird natürlich hingerichtet, ist ja klar. Weil das können wir nicht dulden. Wo müssen wir denn da hin? Hier. Nee. Hier. Dort. Jetzt bin ich irgendwie gerade überfordert. Ist es nicht hier? Doch, hier ist es. Ich habe mich verschaut. Ja, er wird hingerichtet, der Anführer wird geköpft. Wir bekommen 20 Anspannungen, weil wir großzügig sind, aber so ist es halt nun mal. Wir bekommen Schrecken. Ein offenbartes Geheimnis. Eine geheime Wahrheit ist ans Tageslicht gekommen. Mein Vasall Graf Branimir soll eine außerirdische Affäre haben. Seine Affäre Luica ist ergiebig das Opfer dieser verbotenen Lust. Wie kann er es wagen, das heilige Sakrament der Ehe zu beschmutzen? Das heißt, seine Affäre ist gleichzeitig das Objekt der verbotenen Lust. Verstehe ich nicht. Die Bürgermeisterin. Ja, wen interessiert das denn? Das Problem ist, wenn wir das nicht machen, dann verlieren wir eine Hingabestufe unserer Frömmigkeit. Das heißt, wir müssen sie einkerkern. Ja. Und sie verlieren Meinung von uns natürlich, aber naja, so ist es halt. Und sie hat eine Tochter. Ja, wer hätte das gedacht? Die Tochter von Graf Branimir. Gefangener hingerichtet, wunderbar. Und dann lassen wir sie auch schon wieder frei. Sie hat genug gebüßt. Freilassung verhandeln. Oh, sie ist nicht katholisch. Sie ist orthodox. Verlangen wir mal die Bekehrung. Unsere Frau besteht darauf. Sehr schön. Gut, das Problem ist, dass wir jetzt im Krieg sind. Wenn wir die jetzt auflösen, dann dauert es wieder ewig, bis wir sie wieder zur Verfügung haben. Ne? 4 Monate, aber ich werde sie trotzdem mal auflösen. Allein schon wegen unseren Finanzen. So, wir könnten wieder eine Jagd veranstalten, wir könnten einen Hof halten. Das ist sehr schön. Wir können einen Hof halten. Das werden wir machen. Wir werden Hof halten beim nächsten Stream. Im nächsten Stream, der wird voraussichtlich Freitag sein. Freitag um 19:30 Uhr. Ich gehe jetzt erstmal in den Quatschmodus.
Wir haben viel geschafft, Leute, oder? Wir haben ein Königreich erschaffen in diesem Stream. Also erstmal Quatschmodus. So, ich bedanke mich sehr bei euch fürs Zuschauen. Besonderer Dank geht an Spencer's Henry und AnimeFan für die Beteiligung am Chat. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Für mich war es mal wieder ein sehr schöner Abend. Wir sehen uns wieder, wenn ihr Lust habt, am Freitag 19.30 Uhr, wenn es weitergeht mit Crusader Kings 3. Und dort werden wir dann zum ersten Mal Hof halten. Ich bin sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Also, bis dahin wünsche ich euch noch eine wunderschöne und gute Woche. Valete Discipuli, sagt euch euer Professor Fantasy. Wir sehen uns, bis bald und tschüss.